Okay, welcome back. Sorry, ich hatte hier kurz einen LAN-Ausfall, keine Ahnung. Ich habe das jetzt gecheckt. Müsste wieder anders sein. Es ist jetzt eben der zweite Stream, also das dritte Drittel jetzt quasi vom ersten Spiel. Sorry dafür. Eigentlich war hier alles okay. Vielleicht was mit dem Provider, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's wieder. So, 3:3, drittes Drittel, lauter Dreier. Jetzt natürlich geht's ans Eingemachte im dritten Drittel. Das muss man einfach hier einfach nicht zu viel nachdenken. Spielen einfach. Das Spiel genießen. Okay, dann machen wir mal das. War ein ziemlich guter Schuss. Und da war die Stange im Weg. Da war der Goal im Weg. Okay. Zeigt echt gute Scoring-Chances zu Beginn des dritten Drittels. Ah, ich liebe das, wenn die Verteidiger so den Stick auspacken. Und dann so die Scheibe in die, wie es ja auch gehört, aus Verteidigersicht. Schau, dass du die Scheibe möglichst in die Ecken bringst, weg aus dem Slot. Je weniger zentral, desto besser natürlich. Oh, da hat es noch mal gerammelt, aber okay. Line Change, halt den Coach rufen über den Kopfhörer. Also das ist ja ziemlich cool, dass sie das alles integriert haben. Oh je, ja. Oh, der checkt sich selbst, okay. Ah, Junge! Guys! Time to score! Also ihr seht schon, da geht's hin und her in dem Spiel. Was auch ganz gut ist. Es ist übrigens auch in dem Spiel natürlich so wie im echten Leben. Die schlimmsten Spiele habe ich hier auch schon teilweise gehabt, leider. Für jeden Goalie. Da könnt ihr jeden Goalie fragen, den ihr kennt. So komisch ich das anhört, aber das ist so eine extreme Position. Man muss auch ein bisschen verrückt sein, um sich das anzutun, sich ins Tor zu stellen. Meiner Meinung nach. Sagen die meisten. Und ich bin auch selber etwas verrückt. Die schlimmsten Spiele sind die, wo du keine Schüsse kriegst. Also das ist die Hölle. Du musst wirklich dann auf den Punkt konzentriert fokussiert sein, wenn dann irgendwann mal wieder so eine Scheibe kommt. Außerdem ist es natürlich so, dass du wenig Schuss und Goal hast und dann flutscht er da durch. Und das versaut dir natürlich deinen Safe Percentage, wie ihr euch vorstellen könnt. Also am besten ist natürlich, wenn zwischendurch immer wieder mal ein Safe. Natürlich auch für die Confidence gut, aber natürlich auch, dass man im Rhythmus bleibt, dass man im Flow drinnen bleibt. Wow, also der ist ziemlich heiß, der Goalie, muss ich ihm lassen. Wie gesagt, das ist ein CPU-Goalie. Ah, der Stick, ein Traum. Jetzt habe ich mal kurzfristig die Kamera falsch eingerichtet gehabt. Coupe Memorial, also das ist so französisch. Ich sage nur Montreal oder Montreal. Ihr wisst wahrscheinlich, dass es in Montreal eine traditionelle, die Goalie-Schule in Montreal. Also die Goalies. Top-Goalies kommen aus der Gegend um Montreal herum. Die werden dort ausgebildet. Die gehen dann in die Minor Leagues. Also die Goalie-Coaches, die wissen schon, wie sie da vorgehen. Während ich da so quatsche, ihr seht schon, das dritte Drittel ist schon mehr als die Hälfte vorbei. Also ziemliche Action. Boah. Also der ist auch warm, sage ich mal, der andere Goalie.
Ja. Jeder Demon sollte das im Fleisch und Blut haben. Block the shots, block the shots, block the shots. Also mir kommt vor, dass... Ja, das war nichts. Wie gesagt, fahrt nicht raus, Leute. Bleibt bitte im... Bleibt so... Also fahrt nicht hinter die Linie. Da waren zwei Saves. Fahrt niemals hinter der Linie, um die Scheibe zu stoppen, wenn sie im Boardplay ist, wie im echten Leben. Nicht in dem Spiel. Oder generell. Es gibt ja keine bessere Simulation als diese. Also ich kenne zumindest keine bessere als NHL. Also die Jungs, die kämpfen um die Scheiben, das muss man wirklich lassen. Oh, Alter! Gut, die Anspannung ist den Gesichtern auch wirklich anzusehen auf der Bench. Übers Tor drüber, ist auch dabei manchmal. Ist ja im echten Leben auch so. Also die können natürlich auch ziemlich austeilen, so ist es nicht. Das ist jetzt so one-sided affairs, was die Checks betrifft. Okay, also da bleibt ruhig, fahrt mit, aber wie gesagt, ich habe schon mal erwähnt im anderen Video, es hört sich einfach an und es ist so einfach. Nicht agieren, reagieren. Und dann bin ich jetzt hier beim Rebound, bin ich auf den Butterfly gegangen, um ja die Scheibe zu covern. Okay, einmal... Die Scheibe ist jetzt quasi mehr oder weniger die ganze Arena durch und der hat dann fast noch eine Scoring Chance. Oh Mann. Also es ist wirklich close, es gefällt mir. Ich mag diese engen Spiele im Eishockey. Nicht so schlimm als ein Spiel, das, keine Ahnung, 8:3 ausgeht, allein schon aus Goal-Sicht der Katastrophe natürlich. 3:3 ist doch ein ziemlich gutes Hockey-Score. Wie gesagt, ich fahre immer vom Post to Post hier mit dem, ich slide mit dem rechten Stick hier rüber. Thank you.
Ui, das war jetzt wirklich noch eine ziemlich heiße Sequenz. Boah. Da hatte ich, glaube ich, und ich ehrlich sein, etwas Glück, dass der daneben ging. Okay, ich habe mir gedacht, ich packe für euch Leute noch ein extra Drittel in ein. Also gehen wir heute in die Overtime. Oh Mann. 3 gegen 3. Okay, ich habe 3 Tore kassiert auf 60 Minuten. Ich kann damit leben. Das zweite Gegner war ein bisschen spooky, aber ich weiß, dass es auch im echten Leben so was solche Tore gibt. Insofern ist es okay. Okay, wir gehen einfach in die Overtime, hätte ich gesagt. Checken wir es ab. Übrigens, hier beim Memorial Cup ist es, ihr seht es unten. Es ist eine 20-minütige, wirklich sudden death, also wirklich fast schon in der guten alten Zeit, nicht so 5 Minuten und dann Shootout, sondern wirklich wie im NHL in den Playoffs. Richtige Overtime, next goal wins, sudden death, das ist, finde ich auch richtig, ehrlich gesagt. Ich verstehe in der Regular Season, dass man eine 5-minütige Overtime macht. Und danach pendelst du meinen Shooter, deswegen für die Fans natürlich eh ein Traum. Aber ich persönlich bin da eher konservativ, ich mag lieber die klassischen 20-minütigen Overtimes mit Sudden Death. Oh. Und? He scores! Was war das, Mann? Woo! Das war eher reingenudelt, sagt man bei uns. Woo! Also es war nicht unbedingt beautiful, keine schöne Tor, aber am Ende des Tages egal, die Scheibe ist drinnen. Ja, Rebounds, okay. 4-3. Das war's, Leute. Das war das erste Spiel im Memorial Cup. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung mit dem LAN-Ausfall. Kommt normal nie vor, aber okay. Ich bin morgen Dienstag, das ist dann eben der 12.1. um 17 Uhr wieder online, wieder live mit dem nächsten Spiel, mit dem nächsten Stream. Bis dann, take care, ciao, ciao.